Hallo Schiffskapitän, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mal wieder ein Video mit der Bismarck. War weiter einfach allgemein unterwegs, Zwergs EP, weil ich irgendwann mal in naher Zukunft, je nachdem wie es läuft, den Friedrich der Große haben will, also die Reihe weiter Richtung Großer Kurfürst. Mal gucken. Gibt ja da unterschiedliche Meinungen, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Aber trotzdem werde ich es versuchen, weil mir an sich die Schiffe gefallen, die deutschen Schlachtschiffe, obwohl es da wie gesagt auch geteilte Meinungen gibt, auch mit der Genauigkeit und die Streuung und andere Geschichten. Ich bin eigentlich soweit zufrieden mit denen. Klar ist das jetzt auch nicht alles am Optimum, also da sind vielleicht andere bei bestimmten Punkten einen Ticken besser als jetzt die deutschen. Aber es geht, sagen wir mal so, es geht und ja, es ist trotzdem durchaus gut spielbar und man muss halt, ja, sich auch ein bisschen darauf einlassen und nicht zu viel meckern, weil sonst wird es halt besser, weil man halt permanent dann so denkt, wenn man das Schiff spielt, das ist eh scheiße und trifft eh nichts, dann spielst du einfach auch nicht auf dem Maximum und das führt eher dazu, dass du halt dann schlechte Runden hast, nicht das Optimum aus dir und das Schiff rausholst und wenn du halt dann eine schlechte Runde hast, das auf Schiff schiebst. Wobei halt immer noch der Anteil des Spielers, also der im hinteren PC sitzt, immer noch wichtig ist und es nur aufs Schiff zu schieben und auf das Balancen, finde ich halt, ja, zu leicht gedacht. Also klar, jedes Schiff hat Vor- und Nachteile, auch die Deutschen haben da so ihre Baustellen, aber so schlecht ist es, finde ich zumindest nicht, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ja, das war schon mal die erste Salve auf die Aoba, die dann eingelenkt hat, aber ein bisschen zu langsam war, sodass es dann auf die Mitte gegangen, hätte dann vielleicht noch mehr Damage geschafft. Aber okay, es ist auf Karte Falle Herrschaft ein Top-Tier-Gefecht. Aber auch das muss man runterspielen, also da bringt es halt auch nicht, wenn man sich als Top-Tier relativ zeitnah einen Tod wastet, vor allem ein Schlachtschiff und der dann doch seinen Anteil haben sollte aufgrund der Kanonen. Meine Secondary ist noch nicht final geskillt, da hat mir letztens jemand einen Tipp gegeben, das werde ich auch machen. Ich habe mir dann jetzt nochmal die Skillungen, die ich jetzt habe, nochmal angeguckt und habe da so überlegt, wie ich das optimieren kann und da gibt es ja diesen Skill, der dieses manuelle Ziehen, wo du 60% weniger Streuung hast auf den Stufen, wo die Bismarck ist. Und das würde halt schon ein bisschen was ausmachen, weil da bringt halt dann die Secondary dann schon was, weil auf Reichweite habe ich es ja schon, fehlt halt noch die Streuung. Und die Streuung ist halt ein bisschen hoch, aber das könnte man dadurch hinkriegen. Die Salve war mal richtig genial auf die Helle, mal doppelt Zita, obwohl die Streuung echt grenzwertig war. Aber trotzdem haben sie irgendwie zwei Mumpen geschafft, die zu treffen. Und da waren gleich mal über 20k Damage weg. Oder 20k Damage auf der Uhr und 20k Life bei der Helena weg. Gleich die nächste Salve auf die Fuso. Ich habe mir dann umgedreht, weil da der Zerstörer ja rumreist hat. Nochmal 3,8, ein bisschen Ticken zu weit vorgehalten. Hab dann auch Hydro angeschmissen, falls der Zerstörer jetzt dann doch ums Eck pusht und dann mit Torps ankommt. Man weiß ja nie, wo so die Zerstörer plötzlich auftauchen. Aber scheinbar dann doch nicht. Also ging es weiter auf die Fuso. Schützen ein bisschen mitdrehen lassen. Ist auch noch so ein Thema, diesen Skill für die schnellere Turmdrehung. Wird auch noch ein Thema werden, einfach um da im ein bisschen mehr Beweglichkeit der Geschütze zu haben, weil das spart halt auch ein bisschen Zeit, weil du halt dann einfach schneller wieder schießen kannst, nachdem sie dann nachgeladen sind.
wenn du halt so Drehungen machst, nicht wegdrehst, um einen besseren Winkel zu haben, dass du halt nicht so quer direkt dazu stehst. Aber ja, die Fuso hat sich festgefahren, hat leider noch 7-6 hinterher gekriegt. Nochmal 7-5, die haben ja auch mit 7-7 getroffen. Kriegt jetzt von irgendeinem Schlachtschiff auch eine recht, die reingekriegt, weil die war da fast down. Kriegt jetzt noch mit 594 mit einem Böschlag noch den Kill. Bisschen lucky. Hat glaube ich auch noch Brand oder Wassereinbruch gehabt. Und hat auch von allen halt auf den Deckel gekriegt, weil klar, wenn so ein Schlachtschiff dann steht, ob jetzt Top oder Low Tier, aber so ein Schiff halt an einem Punkt stehen bleibt, dann sollte man halt schon, wenn es geht, so viel wie möglich drauf ziehen, dass du halt einfach so viel wie möglich Damage gleich machst, um halt einfach so ein Schiff mal rauszukriegen. Weil sowas muss man halt nutzen. So Fahrfehler. Hier macht sowas auch. Und wundere mich dann auch nicht, wenn ich auf den Deckel krieg. Nochmal auf die Aoba fast 9k Damage, jetzt sind wir schon bei 60k. In 7 Minuten mit 25 Mumpeln. Ist glaube ich ganz gut, klar, die zwei Zitas haben es natürlich schon ziemlich nach oben gepusht. Auf die Helena. So teamtechnisch schaut es noch sehr gut, also ausgeglichen aus, aber punktetechnisch sind wir ein bisschen Vorlauf, wie man sieht, weil wir noch zumindest einen Cap-Punkt fix mit A. Hier wird gecapped unsererseits, aber der Gegner steht auch noch drin mit der Lyon. Wie man sieht, ist unten bei A nichts mehr. Also das gegnerische Team hat sich da komplett auf diesen Bereich rund um BC positioniert. Was jetzt auch nicht so ideal ist. Fast 15.000 auf die Lyon mit einer Salve. Bei 6 Treffern. Es ist halt, weil so hast du halt einfach eine zusätzliche Flanke, wie man sieht, unten über A, die dann dazu führt, dass da der Radar oder Zerstörer mit durchkommt und von hinten zusätzlich arbeiten kann. Und so ist es halt ein Mehrflankenangriff und das ist halt, endet meistens nie gut. Nochmal zwei, drei hinterher, einen Turm zerstört. Wie gesagt, da sieht man halt schon, dass die Secondary einfach auf die Distanz auch auf 10 Kilometer zwar funktioniert, aber halt. Die Streumassiv ist, das wird der nächste Skillpunkt sein oder Kapitänsfähigkeit, die dann drauf geht, sobald ich dann den vierten Punkt habe. Der fehlt mir jetzt noch. Aber das wird jetzt dann auch noch. Nächster Schuss dann, weil die Lyon so blöd oder Lion so blöd stand. Oder Lyon, ne Lyon. Auf die Sinop. 6-1 am Turm zerstört. Und wie hatte ich es in der Runde mit Turm zerstören? Habe jetzt dann echt Glück bei der Lyon, dass der Ismael nicht voll trifft. Also, hat schon gereicht. Knapp 10k. Bei den großen BWs muss man halt, selbst wenn sie Low-Tier sind, echt immer Obacht geben. Weil da kannst du auch ganz schnell mal, selbst als Top-Tier, böse einen abkriegen. Nochmal 6-8 auf die Erober. Klar, es ist unfair, auf Low-Tier zu schießen, aber das ist halt so als Top-Tier. Mir geht es ja andersrum auch nicht anders. Ja, wie gesagt, die Streuung von der Secondary ist halt schon zu krass. Jetzt hätte ich ein bisschen länger warten sollen, weil in dem Moment hat sie dann eingedreht. Hat gut reagiert. Also das muss man da überlassen. Einfach da gut reagieren, wegzudrehen, dass halt die Salve nicht voll ankommt. Die habe ich angezündet. Ich hätte jetzt auch wieder umdrehen können, aber neben mir war die Insel, das wäre dann wieder schief gegangen. Von daher bin ich da schon mal weitergefahren, habe mir dann die Alabama als Ziel ausgesucht. Die zum Glück noch kurz offen war, sodass ich wenigstens einnehmen konnte. Hab dann überlegt, da dachte ich, jetzt ist die Eroberer da so an der Kante gestanden, da hätten wir auch nochmal eine Salve hinterher schicken können. Jetzt ist er dann dazu, weil es im Nebel steht, glaube ich. Ne, einfach hinter der Insel steht. Auf die Alabama habe ich irgendwie nicht getroffen. Jetzt ist dann C vom Gegner durchcapped worden. Klar, habe ich da auch mich da auch wegverlegt, um da hier in der Mitte noch weiter zu supporten.
Nachher hätte ich da wieder umdrehen können, aber naja, wie man es macht, macht man es eh verkehrt. Weil ich nicht wusste, was jetzt hier noch passiert. Vor allem die Alabama ist halt noch voll. Und da wollte ich halt mit drauf wirken. Weil wir halt einfach da noch, also aus meiner Sicht, das Team Unterstützung gebraucht hat. Alabama hat einen wahrscheinlich Beschussalarm, hat sich sofort weggedreht. Helfen jetzt noch beim Cappen, wobei das jetzt nicht so wichtig ist. Da ist nochmal die Mars, wo mir denkt, die steht hinter der Insel, aber die Secondary verwischt sie und manchmal geht sie wieder nicht an. Trifft sie sogar, also manchmal stehen die Leute, die Schiffe auch hinter den Inseln und da zeigt er mir nichts an oder schießt nicht drauf. Dann in dem Fall schießt er jetzt wieder drauf. Wahrscheinlich hat er irgendein Eck gesehen, wo er dann doch einen Winkel hatte zum Anvisieren. Aber naja. Der Schuss auf die Alabama war jetzt nicht so der Monsterschuss. Da habe ich jetzt Glück gehabt bei der Ismail, da kommt leider noch die nächste Salve hinterher. Hab da auch ein bisschen Glück. Dann so blind hinter die Insel auf die Alabama, aber das war zu weit vorgehalten wahrscheinlich. Hab dann zwischendrin mal gereckt. Noch haben wir genug Life, also noch einmal knapp 50, ja sogar ein bisschen mehr als 50%, also. Schaut noch ganz gut aus. Hab, wie gesagt, auch ein bisschen Glück, gebe ich zu. Bis jetzt gehabt, dass ich nicht so voll getroffen war. Das kann auch mal schnell anders laufen. Die war wieder eine Salve mit Streuung des Todes. Also, das ist halt das, ja, ein Stück weit Problem der Deutschen, dass halt manchmal die, manchmal sind sie genau, das habe ich auch mit der Bismarck schon, wo du dann denkst, wie ging das jetzt? Oder hast du Glücksschüsse wie bei der Helena am Anfang? Und jetzt, und dann hast du wieder so Schüsse, wo halt einfach sonst wohin fliegen. Aber so schalt manchmal nochmal Tausender auf die Ismaelen einen Durchschlag, einen Overpen. Die fährt aber weg, dreht sich aber gut weg jetzt, sodass ich Breitseite auf sie wirken kann. Muss dann gucken, dass ich mich nicht selber hier festfahre an der Insel. Nochmal Doppelzieher, nochmal 23.000 auf die Ismail. Das ist der Nachteil an diesen großen Dingern. Wenn sie Breitseite zeigen, fressen sie sehr gerne, auch auf lange Range. Wie man sieht, Zitas, das ist wirklich der Nachteil. Frontal sind sie schwer zum Pennen. Aber so, wenn du so wirklich komplett quer hast. Klar, ist bei anderen Schiffen das ist ja auch ein Thema, so ist ja nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Russen BB so, dass die Schwachstelle ist. Also für die, sie haben starke Geschütze. Da sind sie halt einfach schon stark, das ist ein starker Punkt. Aber bei der Panzerung an der Seite, wenn du halt einfach Breitseite fährst, sind sie schon irgendwie empfindlicher als andere, vom Gefühl her. Ich habe es selber nicht, von daher kann ich nicht sagen, wie es ist, wenn man es selber fährt. Aber so von dem her, was sie bis jetzt hatte als Gegner, egal jetzt ob Ismail, Vladivostok und sowas, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Soyuz, der Neuner, dass die irgendwie, wenn die Breitseite zeigen, irgendwie schon sehr anfällig für Zitertreffer sind. Weshalb müssen wir mal die Panzerung genau angucken, ob da irgendwelche Schwachstellen gibt, dass die einfach an der Seite nicht so stark gepanzert sind, beziehungsweise wenn du halt von oben halt einfach übers Overdeck durchkommst, einfach irgendwie selbst mit kleineren Geschützen, also jetzt die Bismarck ist jetzt auch nicht so Oberkaliber, aber trotzdem auch da kriegst du es bei einer Soyuz oder sowas plötzlich hin, dass die ordentlich einen auf dem Deckel kriegt. Also das ist anscheinend, also vermute ich mal ein Punkt, der einfach Art Schwachstelle ist. Kenne ich aber wie gesagt nicht so genau aus, weil ich sie selber nicht fahre. Aber so, die Alabama ist jetzt durch die Mexiko raus. Ich denke, okay, durch die Mexiko, aber die Ami-BBs sind auch als Low-Tier nicht so zu unterschätzen. Dem DD da ein bisschen einen auf den Deckel gegeben. Die Ismail hat sich wieder ein bisschen hochgehalten im 10K. Die Aoba steht da recht gut hinter der Insel. Die Mars ist halt immer noch umeinander. Ich habe jetzt mal sicherheitshalber Hydro-Attacke
aktiviert, weil die ja so rumkurft. Das hätte sein können, dass er Tops abwirft. Und ich habe die Top-Range jetzt nicht so im Kopf von ihr. Die Salve war ein bisschen zu spät, da hat die New Mexico richtig gut getroffen. Also die hat auch ein gutes Spiel, es steht 13-3 Punkte, dann sieht man, sind wir deutlich in Führung. Da hat jetzt die Lyon oder die Ismael gut getroffen, ich glaube das war sogar die Lyon. Nochmal 9000 auf die Lyon, ne, war sogar die Lyon, die getroffen hat, also die hat vor uns gut getroffen, jetzt hat es auf HE umgestellt. Ja, ich habe auch gewundert, wieso stellst du auf HE um, also es sehr interessant, ob er den Ball wegbewegt, um zu gucken, was er macht, ob es er wegdreht oder ob es er weiterfährt. Und um zur Ismael, die ja doch noch potenziell eine Möglichkeit hat, auf mich zu schießen, einen besseren Winkel zu haben. Hab dann Secondary, die schießt trotzdem immer drauf. Wie gesagt, die Treffer sind jetzt nicht so wahnsinnig, aber. Und schön hinterher. Und raus das Ding und Großkaliber. Zum Glück habe ich vor uns nicht gelöscht. Ich wollte, zum Glück habe ich dann schon drauf gewartet, dass da was kommt. Aber ich habe ja noch HP gehabt. Und weil wenn man mit HE schießt, ist jetzt auch nicht so ideal mit dem Schlachtschiff. Klar, kann man machen, muss man aber nicht aus meiner Sicht. Und ja. Wie man sieht, wird es jetzt auch Punkte rauslaufen. Also werden über Punkte gewinnen. Aber ich denke mal, man sieht, was die Bismarck kann. Klar, als Top-Tier ist es noch was anderes, aber trotzdem musst du als Top-Tier auch deine Leistung bringen. Hab dann geschaut, ob ich irgendwann die Ober noch rauskriege. Und jetzt ist die Ober tot und die Runde ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.